Ja, liebe Freunde, Franz Peter, danke für die Einleitung, aber auch die Idee. Wir hatten irgendwann, ich weiß gar nicht, im Sommer darüber geredet, dass wir eigentlich aus Anlass von Rudolfs 25. Todestag irgendwas machen müssen. Uns fiel aber nichts Konkretes ein. Und als du mich dann anriefst vor ein paar Wochen, dass der eigentlich heute geplante Referent nicht kann und ich irgendwas machen könnte, haben wir dann spontan gesagt, dann nutzen wir diesen Anlass. Und wie ihr aber seht, habe ich das jetzt ein bisschen weitergefasst. Der Titel heißt jetzt Jakob Böhme, Rudolf Barrow, Görlitz und die Metamoderne. Einfach aus dem Sinn, werdet ihr gleich sehen, Rudolf nicht nur quasi als eine historische Figur zu betrachten, sondern als einen Denker, der eigentlich weit vorausgedacht hat und so mit anderen spannenden Entwicklungen in Zusammenhang steht. Und deshalb fange ich jetzt mal insofern geschichtlich an. Zu Jakob Böhme brauche ich ja nicht viel sagen. Der ist den Görlitzern weitgehend bekannt. War ja auch, Hegel nannte ihn den ersten deutschen Philosoph und Schelling sprach von ihm, er sei eine Wundererscheinung in der Geschichte der Menschheit. Und was hat er jetzt aus meiner Sicht eigentlich vollbracht für die Geistesgeschichte? Das kann man schön jetzt an diesem Satz, den ich jetzt mal Zitat von ihm hier einblende, deutlich machen. Er hat eine Brücke gebildet aus so der mehr religiös geprägten Kulturgeschichte in die moderne, philosophisch, teilweise wissenschaftlich geprägte Geschichte, aber war wie oft am Anfang schon weit darüber hinaus. In diesem Satz, die Forschung muss von innen im Hunger der Seelen anfangen, denn das Vernunftforschen geht nur bis in das Gestirn der äußeren Welt. Aber die Seele forscht in der inneren geistigen Welt, darin sie mit ihrem Grunde steht. Das heißt, er hat den Impuls gesetzt, dass wir Menschen, wenn wir die Welt im Außen erforschen, so da immer nur einen Teil der Wirklichkeit sehen werden und den anderen Teil, der vielleicht noch größer ist, den wir mit unseren fünf Sinnen und mit noch so viel Technik, wie wir die Sinne erweitern, ändert das nichts. Den können wir mit diesen Instrumenten nicht erfassen. Dafür braucht man andere Sinne, und das nennt er jetzt Seele. Kann man andere Begriffe für finden. Und da sind uns Sensorien, Instrumente, Möglichkeiten gegeben, andere Dimensionen der Wirklichkeit zu erforschen, die uns also insofern dann eher in uns, durch uns sichtbar, fühlbar werden und weniger eben mit allen Instrumenten, wie wir die Außenwelt abtasten. Und vielleicht auch den meisten bekannt, wir hatten ja über Jakob Böhme auch schon öfter hier gesprochen, dass er, der dann die Görlitz ist, auch nicht einfach hatte, wie viele, die zu weit vorausdenken, stoßen erstmal auf die Widerstände der etablierten Mächte, kurz gesagt. Er hat ja dennoch ja kulturgeschichtlich Unheimliches bewirkt, hat dann von der Romantik bis lauter, gut, dann kann ich das leider nicht bedienen, aber das ändert ja nichts. Ich rede dann noch etwas langsamer und lauter. Wir kommen hier hin. Ja, von der Romantik über die deutsche klassische Philosophie bis hin zu vielen Dichtern, Rilke und so weiter, hat er ja sehr viele Impulse gesetzt, auch Hesse, die dann quasi in anderen weiter gewirkt haben, also in all denen, die versucht haben, eben diese erweiterte Sicht der Wirklichkeit, die also auch in unserer Seele, in unseren Innenraum schaut und das mit der Außenwelt verbindet, wirkt er quasi weiter. So, und warum stelle ich ihn jetzt in die Reihe mit Rudolf Barrow? Weil das Verbindende ist erstmal jetzt das Geografische. Böhme ist klar, ist in der Nähe von Görlitz geboren und hat hier gearbeitet, gewirkt. Rudolf Barrow ist quasi ein Stück weiter östlich geboren, in Bad Flinsberg, ja auch nicht allzu weit von hier. Sviradovtsi, wie es heute heißt. Und war ihm dann auch in den letzten Jahren seines Lebens quasi nicht weit von hier auf der anderen Seite, in der Oberlausitz, also in Pomritz. Wir haben zusammen in dieses Projekt Lebensgut da aufgebaut und so liegt Görlitz eigentlich in der Mitte, so, wenn man das mal so sehen mag. Und das Verbinden ist nicht nur das Geografische, sondern auch diese erweiterte Intention.
vielleicht dich ein bisschen bewegen, auch mir nach vorne gehen und dann so laut sprechen so. Also wenn du nicht dauernd was rausklicken musst. Gut, dann ich kann es probieren, ob es funktioniert. Obwohl, ja, das hier oben genauso. Für die. Gut. Ja, also es gibt diese äußere, mehr geografische Verbindung, wo also Görlitz jetzt, warum auch immer, da ein Ort, ein Zentrum bildet. Es gibt aber auch diese innere Brücke. Erstmal kurz noch, Franz Peter hat schon einiges gesagt, für die, die es nicht kennen, weil ein Anlass, heute ist ja auch sein 25. Todestag, also 35 geboren, 97 in Berlin gestorben. Er studierte in Berlin Philosophie und war dann quasi durch die Geschehnisse in den 50er und 60er Jahren, 56 und 68 in Prag, quasi innerlich aufgeregt und beschloss, so was hier geschieht in diesem Realsozialismus, das stimmt nicht so von der Tiefe, von Grund, von der Philosophie her, und beschloss dann, etwas dagegen zu tun. Und ein Philosoph geht es nicht so unmittelbar auf die Straße, er versucht es also geistig zu tun, und er schrieb dann also ein Buch, das hieß Die Alternative zur Kritik des real existierenden Sozialismus. Damit erging es ihm dann ähnlich wie Böhme mit seinen Büchern. Ne? Er wurde bekämpft, wurde in DDR-Zeiten erstmal verurteilt, im Bautzen in den Knast gesteckt, bevor er dann nach 2 Jahren abgeschoben wurde in den Westen und die Grünen mitgründete, da im ersten Bundesvorstand war und dann nach weniger Zeit aber auch wieder rausging, weil er wahrnahm, es ist schon wieder ein zu sehr ein Machtprojekt und es geht zu wenig auf den Grund des Problems ein. Aber zuerst noch zu dem ersten Buch. Die Alternative hat dennoch eine erstaunliche Wirkung hinterlassen, die kaum bekannt ist. Irgendwann in den 90er Jahren bei einer Konferenz in Berlin kam Valentin Fagin auf mich zu. Der war zuvor in den 80er Jahren in Russland Gorbatschows Berater und erzählte mir voller Freude, wie wichtig dieses Buch eben für diese sogenannte Perestroika war. Das erschien 77, wurde also weltweit in 40 Sprachen übersetzt, war so eine Art philosophischer Bestseller. Und unter anderem auch eben in Russland zur Kenntnis genommen und wirkte wahrscheinlich als geistiger Impuls, dass die da anfangen nachzudenken, dass das mit diesem russischen schwierigen Versuch, Sozialismus herzustellen, so im Grunde nicht stimmt. Und bewirkte also wahrscheinlich Tatsache, dass die anfingen umzudenken, und letztendlich führt also diese geistige Spur letztendlich bis zum Mauerfall und drüber hinaus. Also wie gesagt, ich habe es auch nur indirekt von Valentin Fadin, aber er klang so überzeugend, wie wichtig dieses Buch war für diese Geschichte, dass ich ja erfreut war und erstaunt war. Aber wie gesagt, diese Spur ist bisher noch nicht weiter erforscht. Ich wollte sie hier nur in den Raum stellen, weil auch da so eine Verwandtschaft zu Böhme ist, dass der Geist Tatsache wirkt, der so aus innen, aus der seelischen Forschung heraus Dinge in die Welt bringt, wenn die bei anderen Menschen dann auf Resonanz treffen und aufgenommen werden und in deren Denken, Fühlen und Handeln sozusagen auf verschiedene Weise weiterwirken. Gut, er selber begnügte sich da nicht damit. Franz Peter hat schon gesagt, wir trafen uns dann in der Humboldt-Universität. Nachdem er also bei den Grünen wieder ausgestiegen war, so forschte er 10 Jahre lang weiter. Durch das Buch hat er jetzt für 10 Jahre ausreichend Geld, um weltweit all die Menschen zu besuchen, die Bücher zu lesen, die er interessant fand. Und das gipfelte dann in meinem zweiten Buch, Die Logik der Rettung, ein Versuch über Grundlagen ökologischer Politik, der erschien 87 und war dann die Grundlage auch dieses Instituts für Sozialökologie, wo also Franz Peter und ich uns trafen und was auch eine erstaunliche Veranstaltung war. Also der Versuch an einer klassischen modernen Universität in so eine mehr ganzheitliche Art von Forschung zu etablieren, die die ökologische Krise sowohl im Außen sieht und anerkennt, dass es schon darum geht, im gewissen Sinne unser Verhalten zu ändern, den Verbrauch von Konsumgütern vielleicht etwas zu reduzieren, aber nicht primär so aus Askese, sondern sag mal, unser Leben auf andere Weise zu entdecken, mehr den inneren Reichtum zu entfalten. Und dazu gab es also dann in diesem Institut auch spannende Workshops und Übungen, die sonst an diesen klassischen Universitäten selten stattfinden.
Und das war auch insofern erstaunlich erfolgreich. In diesem Audimax, dem größten Hörsaal der Humboldt-Universität, waren manchmal 700, 800, 900 Menschen. Wir passten da nicht rein, gegenwärtig. So, und auch da gab es dann wieder diesen spannenden Effekt, den ich erst schon bei Böhme und bei Baro in der DDR erwähnte. Du stehst nicht auf Gegenliebe bei allzu vielen anderen Professoren. Die fühlten sich dann irgendwie, ja, eingeschränkt. Ne? Sie hatten Angst, dass die Studenten ihnen weglaufen, sage ich mal. Die gingen wieder dahin. Und das führte dann dazu, dass nachdem dieser Freiraum, der hier in Ostdeutschland nach der Wende ein paar Jahre vorhanden war, ne, da waren Dinge möglich, die waren vorher nicht möglich, sind halt auch nicht möglich, ne, weil die Positionen wieder besetzt sind von Menschen, die enger sind und mehr an ihre Machtsicherung denken, an die wirklichen Dinge, die es zu erforschen und entwickeln geht. Ne, sozusagen begann dann so ab 94, 95 dann leider auch wieder so diese übliche Beschränkungen von Seiten der etablierten Wissenschaft. Es wurden Kommissionen eingesetzt, die da forschen sollten oder untersuchen sollten, ob das, was er da macht, wissenschaftlich tragbar ist. Und sie stellten dann halt fest, das waren klassische Soziologen. Sie verstehen das nicht, was er da macht. Das ist mit ihren Methoden nicht nachvollziehbar. Und das führte also dazu, dass dieses Institut wieder abgewickelt wurde. Und interessanterweise erst 5 Jahre später, so ab 2000, 2001, erkannte man quasi tendenziell auch in der etablierten Wissenschaft, dass die bisherigen Herangehensweisen an die ökologische Krise, das nur halt im Außen mit Technik zu behandeln, irgendwie nicht ausreichen. Und seit 2001 gibt es richtig einen Forschungsschwerpunkt beim Forschungsministerium für sozialökologische Forschung, der auch nicht ganz so tief geht, aber immerhin versucht, die verschiedenen Seiten des Menschen zusammenzudenken. Aber es war halt zu spät, er war zu früh, und das führte also dazu, dass das erstmal wieder als Institution der Humboldt-Universität verschwand. Aber es war insofern für viele Menschen, die also das Glück hatten, ihn dann zu erleben. Franz Peter sagte, er hat keine Vorlesung verpasst. Und ich hatte auch das Glück, eben dann da 7 Jahre mit ihm zusammenzuarbeiten und von ihm also viele Impulse, viel Wissen aufzunehmen, die er quasi in der Zeit zuvor zusammengetragen hatte, die ich quasi erst in Ostdeutschland aufgewachsen war, mir hätte mühsam erst selber, ne, in dieser Vielfalt der jetzt in der gesamten Welt vorhandenen Forschung und Wissenschaft hätte zusammensuchen müssen. Also insofern bin ich sehr dankbar für diese Zeit. Und versuche also auch dieses Denken weiterzuführen, bringe das auch hier in Görlitz an der Hochschule teilweise den Studenten bei, die sich darüber auch freuen. Und will jetzt mal noch ein paar Gedanken von ihm in den Raum stellen aus diesem zweiten Buch. Logik der Rettung, ein Versuch über die Grundlagen ökologischer Politik, wo man sehen wird, wie verwandt das also mit diesem Zitat von Jakob Böhme ist, ne, dass die Seele anfangen muss, im Inneren zu forschen. Kulturen sind auf tiefen Strukturen im menschlichen Bewusstsein gegründet. Man kann diese tiefen Strukturen mit Galtung neutral Kosmologien nennen. Traditionell sind sie als religiös bezeichnet worden. Jedenfalls ist die Rede von Bewusstseinsverfassungen, die bis in den Ur- und Grundbestand unseres Genotyps reichen. Und bis in unseren tiefen, in anthropologischen Kern rückgekoppelt sind. Eine neue Kultur setzt insofern eine neue Bewusstseinsverfassung voraus. Ganz ähnlich wie damals im mittelmeerischen Imperium der Römer, sind jetzt in der atlantischen westlichen Metropolis schon jene Kräfte spürbar, die eine neue, höhere Bewusstseinsverfassung schaffen, um die Kultur von daher neu zu begründen. Diesmal wird es freilich keinen neuen, verdinglichten Gottesbegriff geben, keine erneut vergötzbare, anthropomorphe Gestalt. Der Geist, stellt sich heraus, kommt nicht von oben, sondern von innen. Also da jetzt ähnlich Böhme, er kommt, er ist in uns spürbar und wir müssen anfangen, ihn da kennenzulernen. Als ein Aspekt der Evolution, ihr innerer Leitstrahl, ist er und war er immer mit unserem Genotyp gegeben. Also er hat das dann auch in seinen verschiedenen Vorlesungen auf verschiedene Weise, auch in Bezug zu den anderen Kulturen dargestellt. Wir Menschen sind ja quasi
nicht bloß Kind unserer Eltern, unserer Kultur, sondern unsere Zellen, unser Genom, unsere Atome reichen bis hin, wo auch immer, zum Urknall zurück und in uns schlummern also die ganzen Informationen des Kosmos, nicht nur die Höhle, die wir so uns anzueignen in der Schule und in der Universität. Und wenn wir eben lernen, dafür Wahrnehmung zu entwickeln, Methoden, Techniken, denen nachzuspüren, ne, können wir das, was wir heute Intuition nennen oder ähnlich, ne, alle erlernen und dadurch halt Informationen aufnehmen, die weit über das bestehende wirtschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle System hinausreichen. Und eben die Meinung, für eine neue Kultur, die aus ökologischen Gründen schon, aber auch aus anderen sinnvoll wäre für die Zukunft, brauchen wir ja eben dieses weitere Wissen, dieses andere Wahrnehmungsweisen der Welt, die wir mit unseren eben klassisch etablierten äußeren Wissenschaften nicht realisieren können. Ich will jetzt mal ein Bild aus der Kulturphilosophie, die jetzt auch nicht so im Zentrum der normalen Kulturwissenschaft steht, was man aber inzwischen findet, ne, dank der heutigen weltweiten Vernetzung durch das Internet, kann man also auch heute zunehmend, wie Rudolf Barrow gerade im Zitat sagte, es fange weltweit an, sich diese neuen Sichtweisen zu entwickeln. Und dieses sogenannte Eisbergmodell der Kultur zeigt eigentlich sehr schön, so auf eine gewisse moderne Weise, was jetzt in diesen Zitaten von Jakob Böhme und Rudolf Barrow sichtbar war, dass wir eben uns in unserem Alltag in den bekannten Bereichen halt in äußeren Dingen bewegen, in Sitten, Gebräuchen, Sprachen, bis hin zu Theatern, Schulen, Universitäten aufhalten. So, das ist das, was wir gewohnt sind. Ne? So, wir schwimmen darin wie der Fisch im Wasser, die Sprache, die wir kennen, die Art der Gestik, der Gefühle, die wir uns angeeignet haben in der Kindheit und täglich im Fernsehen oder wo immer wir hingehen. Das ist also das, wie wir in der Welt vorhanden sind, das, was wir von der Welt wahrnehmen. Und darunter aber, deshalb das Eisbergmodell, liegt ein viel größeres Gebilde von unbewussten, ne, Werten, Annahmen, Denkweisen, Gefühlsweisen, so, deren wir uns nicht bewusst sind. Ne? Das ist so etwas, was uns normal erscheint, wie wir die Welt sehen, wie wir sie spüren, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir lieben, wie wir lachen und worüber auch nicht. So, und das aber genau das letztendlich, was dafür sorgt, ne, dass wir trotz besseren Wissens, nehmen wir wieder die ökologische Krise, eigentlich bisher nichts verändert haben. Weil auch wenn ich Elektroauto fahre oder mein Dach mit Solarenergie decke, ändere ich meine Verhaltensweise nicht. Ne? So, dann werde ich trotzdem weiter in unserer stark egozentrischen Kultur mich damit beschäftigen, wie ich mein Leben mit viel Macht und Besitz anfülle und whatever. Das ändert dann nicht, wenn ich dann halt mit einem anderen Auto umso mehr fahre oder umso größere Häuser bewohne. Ne? Dazu brauche ich also Tatsache einen Blick nach innen, in die Art, wie ich als Mensch bin und warum ich auf bestimmte Weise fühle, strebe, handle oder nicht. So, das jetzt zu diesen beiden, Jakob Böhme und Rudolf Barrow. Wir können da nachher noch auch über Barrow noch konkreter reden, wenn der Bedarf besteht. Ich wollte es jetzt nur nicht zu sehr ausweiten, sondern quasi den anfangs schon gesagten Zusammenhang herstellen, dass es nicht nur historische Denker waren, auch Barrow nicht, was, wenn man zum Beispiel seine Wikipedia-Seite liest, fast dann so scheint, weil auch heute noch, ne, es nicht allzu viele Wissenschaftler gibt, die diese Dimension, diese Innere, sich trauen mit aufzunehmen in ihrer Sicht der Welt. So, nun gibt es aber spannenderweise Tatsache, dieses von Ihnen hier zitierte Netzwerk von Kräften, die schon daran arbeiten, nimmt, eine neue Bewusstseinsverfassung, eine neue Kultur zu begründen. Und die organisieren sich oder finden sich unter diesem Titel der Metamoderne. Was ist damit gemeint? Oder warum finde ich das spannend? Erstmal kurz die Geschichte. Der Begriff taucht eigentlich erst seit 2010 auf, entdeckt von zwei Kulturwissenschaftlern, die zuerst entdeckten, dass in den Künsten, vor allem junger Künstler, irgendwas anders ist als bisher. Da tauchen Dinge auf, Gestalten, mythische Dinge, eine Art Neoromantik, so wie ihm aus den Künsten der 70er, 80er, 90er Jahre so nicht sichtbar war. Und sie sprechen davon, es ist eine neue Art von Sensibilität, da kommt dann wieder das Innere, die Welt also irgendwie aus der inneren Gefühlswelt stärker wahrzunehmen, als sie nur von außen zu zeichnen. Und sie nennen das eine Art informierte Naivität, ein pragmatischer
Idealismus, der für kulturelle Reaktionen auf die jüngsten globalen Ereignisse wie Klimawandel, politische Instabilität und digitale Revolution charakteristisch ist. Oder anders gesagt, gerade die junge Generation, ich lebe das auch bei meinen Studenten, die wachsen in diese Krisenzeit hinein, nehmen wahr, dass das System, was die heutige Welt ihnen präsentiert, eigentlich gar nicht so stabil ist, wie es ihnen verkauft wird. Sie spüren diese Brüchigkeit und suchen den dann auf anderen Wegen, die ihnen dann im Internet auch zugänglich sind, nach anderen Möglichkeiten und kommen dann irgendwann auch zu sich. Und einige, die den Mut haben, fangen also dann an, andere Bilder zu malen, andere Musik zu machen, andere Philosophien zu entwickeln. In den Diskussionen zur Metamoderne, so, ich habe ja schon von der Romantik gesagt und wie gesagt von Böhme mit inspiriert, und dieses Bild spielt da eine spannende Rolle, ihr kennt das vielleicht, ne? Quasi der Wanderer von Caspar David Friedrich. So, und ich fand dann auch erstaunt, als ich die Interpretation sah. So, das Spannende ist ja, ich sehe hier diesen Wanderer von hinten. Und der schaut quasi in die Wirklichkeit, die selbst nicht bloß äußerlich ist, sondern in gewissem Sinne mystisch. Und aber als Betrachter schauen wir noch auf beide drauf. Ne? Ich schaue als Betrachter auf einen Menschen, der diese Mystik der Natur erforscht. Ne? Ich lehne einen quasi noch erweiterten, distanzierten Blick ein und betrachte also nicht nur die Natur, sondern einen Menschen, der in diese Natur schaut. Ne? So, warum ist das spannend? Erkläre ich gleich noch. Jetzt noch mal kurz erklärt, warum Metamoderne. Erstmal, warum Moderne? Kurz, für die das nicht kennen, man kann so in der Kulturgeschichte so gewisse Epochen unterscheiden. Nur heute, oder quasi seit ca. 100 Jahren, ist die westliche Welt in dieser sogenannten modernen Welt zu Hause. Wir stehen materialistisch, das drückt aus, sie orientiert sich vor allem im Außen, in den Dingen, die wir mit den fünf Sinnen erfassen können. Sie ist dadurch relativ auch erfolgreich in dieser Außenwelt. Keine Kultur hat bisher so viel Energie, so viel Wissenschaft darauf verwandt, diese Natur im Äußeren zu erforschen, für uns nutzbar, beherrschbar zu machen. So, davor gab es jetzt die sogenannte Vormoderne, da gab es auch verschiedene Epochen, die führe ich jetzt nicht aus, sondern die war dadurch gekennzeichnet, dass sie also nicht so primär mit sogenannten wissenschaftlichen Methoden, mit Diskussionen, mit Diskursen sich darüber stritt, wie die Wirklichkeit ist, sondern die beruhte quasi auf mehr oder weniger etablierten Mythen, Religionen. Das Wort fiel ja auch bei Böhme und Barrow. Also Kulturen, die wir auch heute noch kennen, wir erleben auch hier quasi diese Differenzen, ob nur Iran oder Katar oder was immer. Also Kulturen, die stark nach einem bestimmten religiös, wie auch immer, legitimierten Situationen verhaftet sind. Das lasse ich mal weg, aber glaube, jeder hat da die Vorstellung und weiß, wie die Kulturen organisiert sind, die jetzt nicht diskursiv, sondern primär religiös dogmatisch organisiert sind. Und seit ca. den 80er, 90er Jahren entstand dann so eine Art Gegenbewegung zur Moderne, die hat auch viel mit der grünen Bewegung zu tun und immer noch die sogenannte Postmoderne, die war dadurch gekennzeichnet, dass sie quasi im gewissen Sinne diese Dogmatik, die auch die moderne Welt auszeichnet, diese Moderne, die also nur bestimmte Dimensionen der Wirklichkeit anerkennt und andere nicht, quasi in Frage stellt. Aber mit einer Art Impetus, der so aussieht, wer die Postmoderne nicht kennt, es kommt zu einer Art Beliebigkeit, zu einer Art Relativismus, der Haltung, es gibt keine Wahrheit, es gibt keine Schönheit, es gibt nichts Gutes, alles sei nur abhängig von der Kultur. Ein Mensch, der jetzt hier aufwächst, hat eine andere Sicht auf das wahre, Gute und Schöne als jemand, der in China aufwächst oder in den USA aufwächst oder in Afrika aufwächst. So, also eine Art sicher erstmal sinnvolle Relativierung dieser materialistischen Dogmatik der Moderne, aber um den Preis, dass quasi alle tieferen Werte in Frage gestellt wurden. Es kam zur absoluten Beliebigkeit, jeder hat das Recht, seine Persönlichkeit in die Welt zu stellen, egal wie übertrieben das ist, seine Wahrheit zu behaupten und seine Sicht auf die Schönheit als die einzig ihm entsprechende zu verkünden. So, und das, was wir jetzt also jetzt mit Metamoderne meinen, besteht darin, dass es versucht, die Qualitäten dieser drei Epochen vorher quasi zu verbinden. So, sie versucht eben
diese innere subjektive Kreativität des Menschen der Postmoderne aufzunehmen, sich aber zugleich von dieser Beliebigkeit, von dieser ironischen Distanz zu allem, ne, dieser Anerkennung von keinen grundlegenden Werten sozusagen abzulösen. Sie versucht, diese wissenschaftliche Beschränkung der modernen Wissenschaft quasi aufzulösen, anzuerkennen, es gibt noch andere Dimensionen, die wir anders erforschen müssen, und distanziert sich auch von dieser vorpersönlichen Trägheit der Vormoderne, der Tradition, versucht also, deren positive Dinge aufzunehmen und deren Beschränkungen dadurch aufzulösen und dadurch eben neue Möglichkeiten in Kunst, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft zu entfalten. Und wie sehen die nur eventuell aus? So, irgendeiner, Sie fragten erst nach dem Begriff Meta, was Sie eigentlich meint. Gut, der Begriff Meta kommt aus dem Griechischen, taucht bei Platon auf als Metaxie und drückt quasi so zwei Dinge aus. Er drückt aus, dass etwas über etwas hinausgeht, so in eine größere Dimension, ne? Also sowas wie Mega, nur noch eine Dimension heißt Meta, ne? So, und hat zugleich noch die Bedeutung, dass es sozusagen, weil es über irgendwas hinausgeht, auch vorher getrennte Dinge verbinden kann. Ne? Und deshalb wird dieser Begriff benutzt, weil er diese beiden spannenden Qualitäten hat. Ne? Er versucht, entgegengesetzte Pole in Bezug zu setzen und zugleich auch aber nicht in ihnen stecken zu bleiben, sondern sich darüber hinaus zu bewegen. Und das Spannende daran ist jetzt, ne, wenn wir mal diese Polarität nehmen, dass dadurch Möglichkeiten entstehen, diese Spaltungen, die in der Welt sind, so zwischen den verschiedenen Epochen, der Moderne, der Vormoderne, der Postmoderne, aufzuheben. Also anzuerkennen, dass Wissenschaft okay ist, aber eine Kunst, die eben andere Dinge betrachtet, auch, und dass wir eben anfangen müssen, beides anzuerkennen, ohne jetzt zu behaupten, nur das ist richtig oder das ist richtig, und lernen dürfen, so, das ist auch spannend, uns sozusagen dazwischen zu bewegen. Es gibt Situationen, da ist besser jetzt wissenschaftlich zu handeln und besser in anderen Situationen mehr kreativ und künstlerisch und undogmatisch zu sein oder im Fühlen und Wissen anzuerkennen, Natur und Technologie, Romantik und Effizienz, Verbundenheit und Freiheit, Aufrichtigkeit und Ironie, Sinn und Spiel, Ich und Wir, Immanenz und Transzendenz. Das könnte man jetzt zu allem ganze Vorlesung halten. In dieser Begriffe steckt ja so viel Wirklichkeit. Nehmen wir zum Beispiel einfach nur, das finde ich am lustigsten, Sinn und Spiel. Ne? So, Sinn, na, als eine Dimension oder als ein Begriff, eine Kategorie, die uns Menschen irgendwo in der Welt verortet, ne, egal wie ich den Sinn definiere, religiös oder wissenschaftlich, vermittelt mir irgendein Bild über meine Stellung in diesem Kosmos, ne, so, was wir irgendwie ja brauchen, um uns zu verorten. Und Spiel drückt er eher aus, so, ich bin so wie eine Art Kind, ich brauche das Ganze nicht, ich habe das Recht, jederzeit die Welt völlig neu zu sehen, mit unschuldigen Augen und sie ganz neu zu betrachten und mich selbst auch neu zu erkunden, ja, und beides zuzulassen, genau wie Immanenz und Transzendenz, oder man könnte auch sagen Materialität und Spiritualität, ne, oder im Außen und Innen, das habe ich jetzt hier weggelassen, aber das war ja der Hintergrund dieses ganzen Vortrages. Zu lernen also, wie gesagt, diese verschiedenen Polaritäten der Welt zuzulassen, ne, so eher zu schauen, wenn ich mich irgendwo innerlich verenge, wie ist jetzt die andere Seite, die ich dabei vergesse, mich betrachte, sie wiederzufinden und zugleich zu vermeiden, so das jetzt alles zu ernst zu nehmen, ne, sondern Tatsache diese Evolution, in der wir Teil sind, so als eine Art großes Spiel der Natur, der Schöpfung oder wie immer ich das nenne, zu sehen und sich darüber zu freuen, dabei mitspielen zu dürfen, mit diesen verschiedenen Polaritäten. Ja, noch ein paar andere Qualitäten, ich hatte das schon kurz erläutert mit dem Wanderer, der Begriff fällt dann auch in bestimmten Veröffentlichungen, was Postmoderne ist, sie nennen das Hyper-Self-Reflexity, ich kann es quasi eben auch als Überbewusstsein nennen, was ich an dem Bild schon erläuterte, die Fähigkeit, also quasi mein inneres Bewusstsein, meine Fähigkeit, eben nach innen zu schauen, die Böhme meinte, zu benutzen, um also zu versuchen, aus Situationen hinauszugehen und quasi aus einer Metaperspektive draufzuschauen, ne? Auf mich, auf meine Familie, auf meinen Job, auf meine Welt. Also nicht nur darin zu stecken und das, was Platon, kennen Sie vielleicht, in seinem Höhlengleich, das Höhle nannte, sondern aus der Höhle rauszugehen, auf eine andere, größere Perspektive.
und von da aus eben so, ne, so eine Art Hyper-Selbstbewusstsein. Das ist nicht Ego meint, sondern eben eine größere Sicht von mir selbst und der Welt zuzulassen. Oder eben, ne, in der Kulturphilosophie gibt es dann auch den Begriff des Performativen, der Performativität. Ne, das ist quasi so ein Ansatz, der versucht zu sehen, dass wir die Welt nicht nur in der Kunst, sondern quasi auch im Alltag immer wieder neu schaffen. Dass wir mit unserer Sprache, mit unserem Handeln nicht nur etwas ausführen, was wir gelernt haben, sondern immer auch quasi, ne, so eine Art Performance vollziehen, die Welt damit verändern, irgendetwas darstellen, was vielleicht so noch nie da war, was dann von anderen aufgenommen werden kann. Oder was ich schon gesagt hatte, eben, ne, so diese Oszillation zu lernen, zuzulassen, zu erspüren, sich in der Vielfalt zwischen den Gegensätzen zu bewegen und zu vermeiden, eben in irgendeiner Position zu erstarren oder zu festzufahren. So, was ist die Postmoderne nur mal real gesehen? In den Forschungen, die dazu da sind, ne, spricht man inzwischen davon, es ist also eine neue kulturelle Phase, eine neue Art, die Welt zu sehen, mit neuen Arten sie zu fühlen, sie zuzulassen, sie zu gestalten. Es ist aber auch eine wahrscheinlich ein Beginn von einer neuen Art von Gesellschaft. Es ist auch eine neue Stufe der persönlichen Entwicklung, ne, wenn man das lernen kann, diese gezeigten Qualitäten, mich zwischen den Polaritäten zu bewegen, auf so eine Art Überbewusstsein zu gelangen, ne, mich selbst zu betrachten, auch in Frage zu stellen. Ne, dann entsteht auch eine neue Qualität von mir selbst. Es ist eine Art Metamen, der Begriff Mem ist so in der Kulturphilosophie sowas wie das Gen in der Biologie, so eine Art verborgenes Muster, was sich in allem wiederfindet. Und da gibt es also tägliche kleine Meme und es gibt eben Metamen, das sind so grundlegende Oszillatoren, Fokusse, in denen Kultur sich bewegt, wie die Wissenschaft in der Moderne oder die Religion in der Vormoderne. Genau, es ist so eine Art philosophisches Paradigma, das habe ich ja versucht zu erläutern. So eine Art, die Welt jetzt mal aus einer erweiterten Perspektive zu sehen, die sowohl das Außen als auch das Innen zulässt und beides verbindet. Das ist eine gesellschaftliche Bewegung und es gibt auch, wenn man hinschaut, in der Wirtschaft da bestimmte neue Ansätze, so Unternehmen anders zu gestalten, nicht nur profitorientiert, sondern mit sozialem Sinn, mit Bewusstseinssinn und so weiter. Das ist also alles quasi Anzeichen, die man inzwischen so anfängt zu beobachten, wo das, was Baro da schrieb, so sich Anfänge einer neuen Kultur sich so allmählich anfangen, ohne dass sie sichtbar sind, ohne dass wir die jetzt in der Zeitung oder im Fernsehen finden, weil das Medien halt der Moderne sind, die jetzt einfach gar kein Sensorium dafür haben, um das zu verstehen, die das also auch nicht sichtbar machen können. Deshalb findet man das eher momentan eher im Internet, in bestimmten Diskussionsformen und so weiter. So, jetzt noch mal zu Görlitz. Ist vielleicht bekannt, dass Jakob Böhme ja dann auch in verschiedener Weise nach Görlitz zurückkehrte. So auch vor ca. 100 Jahren gab es dann hier den sogenannten Jakob Böhme Bund. Ich weiß nicht, ist der bekannt oder wer kennt ihn? Ja, wir organisieren im Herbst einen Vortrag im Jakob Böhme Bund. Also das kann ich jetzt gleich ankündigen. Okay, super. Das war also einer damals, sich relativ rasch über Görlitz hinaus auch bekannt werdende Vereinigung von jungen Künstlern, die also damals quasi schon so einen ähnlichen Ansatz verfolgten, wie das, was ich gerade beschrieben habe. Sie waren quasi von Böhme fasziniert, angeregt und wollten versuchen, den geistig Wertvollen, also auch diesen inneren Dimensionen, in allen denkbaren Kunstrichtungen Ausdruck verleihen. Und sie machten damals eben Ausstellungen in der Stadthalle oder im Dom Kulturo im heutigen Polen, die also weit über Görlitz quasi Aufmerksamkeit erregten. Und ich habe jetzt nur mal als Beispiele ein paar Bilder jetzt hier, die sind von deren quasi Initiator Josef Anton Schneider-Franken, der kam nicht aus Görlitz, aber wurde hierher versetzt 1920 und war also dann ein Initiator dieses Böhme-Bundes. Und er hat dann so einen Zyklus, Weltenzyklus, wo er also Bilder machte, die versuchten, also diese innere Dimension mit sichtbar zu machen. Das heißt jetzt hier Erleuchtung, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also es war eine Künstlerkooperation, die bewusst mystischem Erleben Ausdruck verleihen wollte. Oder wie es in dieser Zeitschrift 1921 der Arafat formuliert wird, das Wesen des Bundes ist,
die Beziehung zwischen Kunst und Mystik zu finden und den Geist des Metaphysikers Jakob Böhme in die heutige Zeit zu projizieren. Der Bund macht es sich zur Aufgabe, für eben so wesentliche neue Kunst zu kämpfen. Und wie gesagt, in diesen 3 Jahren, in denen es existierte, war das also relativ erfolgreich. Leider kam dann Inflation und andere Probleme der Weltgeschichte und es verschwand erstmal wieder aus der Situation. War aber dennoch eben, insofern finde ich das interessant, also hier in Görlitz zu Hause, versuchte also diesen Impuls damals schon, auch eine Art neue Kunst hinein zu realisieren, die also diese äußere Gestaltung, was ja Kunst immer ist, eben mit bewusst dieser inneren Dimension des Menschen versucht zu verbinden und dies auszudrücken. Genau, hier noch ein Bild. Nochmal, das hatten wir schon. Hier ist noch eins, das heißt Werdende Welten. Genau, und die Frage ist also, die werden wir es nicht lösen, aber ob es eine Möglichkeit gibt, jetzt aus Anlass von Jakob Böhmes 400. Todestag, der quasi am übernächsten Jahr ist, oder am 25. dann sein 450. Geburtstag, ob man daran anknüpfen konnte. Und ich bin also gerade dabei, so mit einigen Studenten und anderen Menschen aus Görlitz, Unternehmern zu überlegen, ob man hier also irgendwie so eine Art Kunsthalle oder Zentrum eben für diese metamoderne Kunst, Kultur und Forschung eigentlich wieder organisieren und etablieren könnte. Also falls einer dazu Lust hat, mitzuspielen, dann melden sich einfach. Das war es, glaube ich, schon. Ja, das war quasi der Versuch zu diesem Thema. Jakob Böhme, Rudolf Bahre, Görlitz und die Metamoderne einfach jetzt ein paar Gedanken in den Raum zu stellen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.